Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stahllotterie. BKM, sag Stopp. Stopp. Oben oder unten? Oben. Okay, der M41D, den gibt es tatsächlich noch nicht auf dem Kanal hier, weil ich fand den jetzt nicht so brillant, dass ich da unbedingt ein Video zu machen musste. Also packen wir ihn aus und fahren ihn eine Runde. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon im sonnigen Wüstensand. Ich bin kein Freund von Wüste. Ja, 277 Panzer, wir landen ausgerechnet auf dem Light. Ich glaube, ich habe immer noch zu viele Lights. Hätte schlimmer kommen können, ne Tok? So, okay. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Wir fahren erstmal nach Süden. Wir werden, glaube ich, hier ein bisschen als Kampfpanzer agieren. Wir sind zwar Tier 8 und Tier 9er Gefecht, aber es geht trotzdem. Wir haben übrigens eine nicht ganz so gute Kanone. 76 mm mit 192 Durchschlag und 170 Schaden. Reicht nicht für die I-75 Frontal. 227 mit Premium APCR. Wir haben Doppel APCR. Aber eins muss man sagen, die Standard-Pen ist für ein 8er Light sehr ordentlich. Ja. Auch die Beweglichkeit ist gut. Ja, die Beweglichkeit ist auch sehr gut. Ist kein schlechter Light. Ist kein schlechter Light. Er hat auch eine sehr hohe DPM. Aber ist nicht ganz so mein Fall, auch wenn er hübsch ist. Unser Taiwanese. Gut, Tarnung passt zwar nicht so wirklich. Die kämpfen ja auch selten. Sonnige Wadi. Weil der Taiwan ist. Hat alles, nur keine Wüste. Oh, ich und Autos. Treff die Mistdinger mal nicht. Fährt ein IS einfach durch. Interessant. Den wir noch nicht beschießen können. Ich gehe mir den mal holen. Wir haben ja Zeit. Die stehen ja alle nur rum hier. Nee, der will nicht schon. Oh, drei Lights oben im Norden. Oh, keine Gunnipression. Wer baut den Panzer ohne Gunnipression? Au. Oh, da kommt ein E75. Oh, Gottes Willen. Schießt aber, wenn es Westen ist. Ja, ja. Wenn schon, denn schon. Der ist halt wirklich einer zu viel. Aber der hat echt keine Gunnipression. Oh, Mann. Sehr unangenehm zu fahren. So, machen wir es von hier. Jetzt krieg ich ein bisschen Panik. Wir können den E75 da gleich mit angreifen. Jetzt bin ich aufgegangen, das gefällt mir nicht. So. Weil dahinter ist nämlich der Mod, aber jetzt müsste es klappen. Ist auf EBR von hinten. Ach, dieses Mistvieh. Ah. Natürlich. Mit HE nicht durchschlagen. Das Ding hat null Panzerung, ist quasi Papierfolie. Aber für HE reicht's nicht. Oh, ich würde so gerne den. Hat sie erledigt. 75 angehen, wollte ich sagen. Noch keinen Schaden gemacht hier, die Runde. Oh, der EBR fährt durch. Das ist nicht gut. Sorry, Arti, macht's gut. Gucken, ob wir den abfangen können. Kommt er zu dir? Natürlich. Du triffst die Dinger natürlich. Du triffst die. Ich hab mir rammt. Ja. Wollen wir mal so eine schöne Pirouetten. Mhm.
das mal so. 216 Damage, die ich erhalten habe, gegen 114. Das reicht, das ist okay. Ey, ist nicht schön. Au, wieso steht dann 430? Oh, das. Schreckt? Ne, direkt. So. Kann auch rammen. Ach, ST1, du bist doch. Das ist jetzt eher ungünstig, dass da hinten ein Centurion steht. Oh, das gefällt mir überhaupt Günstig ist, nicht. dass uns hier die Leute immer hinter einem stehen müssen. Aha. Das können sie. Naja, sie müssen halt sichern. Nope. Oh, hier ist ja noch ein Light. Und da hinten ist immer noch der Centurion. Ich keine Ahnung habe, was der gerade macht. Oh, das ist nicht gut. Na, muss dazu sagen, ich fahre den hier tatsächlich nie. Ah, das ist, glaube ich, die zweite Runde oder so. Ich fahre den sonst immer nur in Frontline. Und jetzt holen sie mich hier gleich, weil ich ja ein bisschen eingepfercht bin. Rechts Centurion, wenn der nicht da wäre, hätten wir sehr viel mehr Spielraum. Jetzt haben wir da hinten das Objekt, das können wir gleich nochmal beschießen. Nein, er bleibt stehen. Ah, doch, da kommt er. Daneben. Wundert mich, dass der T-71 jetzt nicht angegriffen hat. Und da haben wir den Centurion. Oh, T-71 ist auch nicht mehr da. Ah, sehr gut. Guck, guck. So. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz hier. Huch. Das 430 schießt von da drüben auf mich. Das muss echt Langeweile haben. Weil der Cap ist in Gefahr, ne? Der Quoll. Dieser ST1. Steht da ein bisschen im Weg. Na, vorhin stand er genau so, dass ich nicht mal mehr Meter zurückfahren konnte. Na, das läuft. Ich stand da schon wieder so, dass er geblockt hat. Oh, jetzt hätte ich mir fast noch den dritten Kill geholt. Na gut, erste Runde. Hätte schlechter laufen können. Hätte ein bisschen besser laufen können, aber hätte auch schlechter laufen können. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also, ich mag keine Lights schon gar nicht aus Wüstenkarten. Wobei die Karte dem Light hier ein bisschen entgegenkam. Belohnung erhalten. Sehr schön. Aha. Das ist ganz toll. So, A44. Ergebnis sagt alles. Ja, du bist Platz 1 mit 2,5, ich mit 2,3. Von den XP her sind wir auch nicht so weit auseinander. Das ist okay. Und wir haben 68.000 Credits plus gemacht. So, 277 Panzer. Wir sind hier. BKM sagt Stopp. Stopp. Oben oder unten? Unten. Der, oh, 10er. M48 Patton. Oh, den haben wir schon eine Weile nicht mehr gesehen. So, da sind wir auch schon mit unserem kleinen Pixel-Look hier. Und wir haben einen Doppel-Pixel-Look. Ja, ist es Pixel-Look oder ist es Creeper-Tarnung? Was ist gerade noch so im medialen Gedächtnis? Sind es die Retro-Games oder ist es Minecraft? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Und wollen wir raten, wie viele von uns an den Strand fahren? Ich sag 3. 5. Okay. Bin ja mal gespannt. Und es sind mindestens einer. Ist es echt nur einer? Ist es echt nur einer? Wow, was ist denn hier los? Okay, es sind zwei. Nee, die 30 bleibt oben. Okay.
Hey, wir haben ein Team, welches nicht an den Strand fährt. Was ist denn hier los? Natürlich. Ich komme da nicht durch. Den verdammten 430. Ich komme da einfach nicht durch. Der steht nur leicht angewinkelt und. Ah! Diese Dinger. Ja, die werden sowieso nicht überarbeitet. Wollten sie ja tun. Nee. Jetzt, sind ja zu stark. Naja, Problem ist die Schreier-Community wieder. Aha. Ja klar, wenn man einen Panzer hat, wo man echt nichts können muss für, außer leicht anwinkeln. Warum sollte man den aufgeben? Das ist ja bei mir und dem Ehren-100 genauso. Naja, aber Ehren-100 erfordert doch gewisse Skill. Ja, der hier ja auch. Naja, 430U ist halt einfach... Oh. Ranfahren, ruffahren, fertig. Ich schieße heute nur daneben. Das ist einfach nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Art Pumps. Sich wiederholen. Kann der Tiefe 49 doch noch weg. Also mit dem einen und den drei anderen sind wir vier auf dem Beach statt fünf. Also ja, beide irgendwie recht. Ja. Plus minus eins. Pass auf, da schwimmt doch irgendwo noch T95 rum. Ich wollte den Waffenträger, aber ich krieg hier keinen grünen Zweig hin, weil Mr. Amix steht hier gerade mitten im Weg und naja. Oh Mann, ich habe sage und schreibe 300 Schaden. Auch nicht so viel mehr. Oh, kein Schaden. Schaffst du nicht hier 95? Ja, ich track ihn halt durch. Manchmal mache ich Schaden, manchmal nicht. Oh Mann, ey. Manche Runden laufen so richtig mies. Das ist irgendwie... Oh, da kommt man einfach auf nichts. Dann schießt man vorbei. Dann prallt man ab. Dann macht man irgendeinen blödsinnigen Quatsch, weil man dann genervt ist und dann kriegt man übelst die Schüsse ab. Das ist... Ah. Aber ich glaube, das kennen die Leute da draußen auch. Manchmal geht es richtig, richtig schief. So wie mit Phil 268 Grad. Aha. Ja komm, Bobo. Ja.
Du darfst immer den Schuss fangen. Hat. Hi Arti. Arti steht draußen auf K1. Ja, wo er schon gespottet. Ach, da unten. Das sagt er ziemlich, ich soll mir den Schuss fangen. Karma. Kam. Ja, naja, ich habe keinen mehr vertragen. Gut, dass die Arti nicht getroffen hat. Weil mit der Arti kann man getrost einen fast one-shotten. Vor allem, wenn man im Hintern zu ihm steht. Geht das ratzfatz. Alles schon erlebt. Oh Mann, ey, was für eine miese Runde. Am Anfang war ich zu greedy. Dann wollte ich jetzt unbedingt dem anderen da noch eine verpassen, dem Objekt 430U. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. In meinem Kopf sah es anders aus. Und dann lief das richtig, richtig mies am perfekten Spiel vorbei. So der hässliche kleine Bruder. Oh Mann, ey. Immerhin 3 Kills. Wenigstens etwas. Autsch. Was für ein Scheißspiel. Aber gut. Machen wir weiter. So. Naja. Vom Schaden her. Oh, du hast auch nicht sehr viel mehr. Ich hätte jetzt erwartet, du hast mehr, weil du hattest noch so viele Hitpoints. Aber gut. Kam halt nicht vor die Kanone. Dann sag Stopp. Stopp. Oben oder unten? Unten. Schade, es wäre sonst die Maus gewesen. Aber so ist es der Panzerkampfwagen 7. Wobei ich den echt nicht ganz so gut finde. Ich finde den VK 7201K besser, weil das Panzerungsmodell ist ein anderes. Und hier hast du diese Bäckchen, weißt du, ist kein Sidescrapping möglich mit dem. Aber gut, bin ich hier mal gespannt, wie wir uns mit dem anstellen. Das wäre doch echt langweilig. Ja, wäre langweilig. Bestimmt. So, da sind wir auch schon wieder mit unserem Panzerkampfwagen 7. Ich persönlich mag den jetzt nicht so. Ich fahre den auch ganz, 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 ganz selten, weil der extrem weich ist. Für einen Heavy dieser Größe. Darf der nicht so weich sein. Na, hier 220 kommt alles durch, Kanonenbände kommt alles durch, untere Wanne kommt trotzdem alles durch. Es ist irgendwie, als ob ich einen Papiertiger fahren würde. Und dann natürlich Artillerie. Ne? Bam, bam, zweimal oben auf dem Motorblock, 4 brennen. Ist nicht schön. Kanone mag ich, allerdings ist der Reload ein bisschen hoch und die DPM zu schwach. Obwohl, jetzt habe ich die Kanone gelobt. Ich mag die Kanone nicht, sie ist voll doof. Und Gunnepression haben wir auch keine. Alles nicht schön an dem Fahrzeug, alles nicht schön. Ich kann den auch nicht empfehlen. Ich finde die Maus bei weitem das bessere Fahrzeug. Ich finde den EN100 bei weitem das bessere Fahrzeug und den VK sowieso. So, wie viele TDs haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann wissen wir ja schon, was da oben steht. Ja, da ist der erste. Ja, und die Genauigkeit der Kanone ist auch nicht so dolle. Also ein Scheuntor zu treffen ist eine Kunst. Aha. Sonst kommt dir nichts entgegen, das gefällt mir nicht. Oh, was war das? 268. Und da mal den Foch. Der wollte ja wieder auf die Kanone schießen, ich hab's genau gesehen. Jetzt haben wir noch einen E3 hier. Ja, der bei weitem das bessere Fahrzeug ist, außer dass er kein Turm hat. Ich mag das nicht, ich mag das nicht. Ah, zieh dich mal zurück. Solange wir da oben keine Augen haben, war es das. Und da haben wir ihn. Wow. Daneben geschossen. Das ist nicht schön. Ja. Und alle drücken sie 2. Aha. Wir hätten jetzt schon dreimal schießen können, ne? Aber nö. Ich treffe den nicht.
Das ist. Der ist wie viel? 300 Meter entfernt? Ich treffe den nicht. Selbst der Patton hat eine bessere von Panzerung. Ja, zieh dich mal zurück, hau ab hier. Sonst kommt gleich Artillerie und ist vorbei. Kommt sowieso gleich. Jetzt haben wir mal getroffen, yay! Ah, der Foch ist noch dahinter. Und nun lad nach. Da, Mann. Wow. Ein Schuss, der mal gerade ausging. Zwei raus. Wenn jetzt die Arti noch da hinten einmal auf den Foch hauen könnte, wäre großartig. Und schon wieder ein Schuss durch die Kanonenblende. Oh. Aber du lebst noch. Ah. Mann, E3. Florian, komm her. Komm. Au. So. Der sollte rausgehen. Noch haben wir Hitpoints. Das heißt, ich bleibe weiter vorne stehen. Sobald ich meine Kette wieder habe. Ich habe nicht die beste Crew hier drauf, muss man dazu sagen. Adi. Oh nein, das ist eine Bad Chat. Das kann eine Weile dauern. Na gut. Foch haut ab. Finde ich gut. Wir haben nicht sonderlich viel Schaden gemacht, ne? Kam einfach nicht dazu, weil die verstecken sich ja hier. Allesamt. Oh, hi. Die Kanone sieht so präzise aus, aber sie ist es nicht. Die Jagdtiger-Kanone ist so unsagbar viel besser. Na komm. So, die Artillerie hat beide Male auf uns geschossen jetzt. Jetzt mal gucken, ob wir jetzt endlich mal ein bisschen weiter vorkommen, ohne dass sie uns ständig die Ketten ziehen. Wäre großartig. Ich fühle mich gemobbt. Ein bisschen. So, haben wir noch Medium? Ja, ein M48. Der steht da drüben irgendwo, alles klar. Artillerie, haufenweise TDs. Ein AMX. Aber... Ja, E4 ist bei uns hinten durch, ich fahr zurück. Oh Mann. Hey, ich hab den Patton vor meiner Nase. Der E4 sollte da unten aber eigentlich nicht sonderlich viel Schaden anrichten können. Patton ist tot. Kommt die Artillerie. Hi. Macht keinen Schaden, nervt aber, ne? Ah, verdammt. Genau zum falschen Zeitpunkt repariert. Au, Doppelartillerie. Jetzt wird's aber eklig. Und das war mein Emmerich. Weil ich bringe meinen Emmerich ja immer genau da unter, wo jeder reinschießt. Das ist deutsche Logik. Aber gut, die Briten haben das Gleiche. Oh, shit, ey. Haben wir da gerade kassiert, ey. Oh mein Gott. Artillerie, AMX. Das ist mir großartig. Jetzt können wir uns nicht mal bei der Artillerie bedanken, weil unser Amorek kaputt ist. Das ist so gemein, Spiel. Ich fühle mich jetzt wirklich gemobbt. Und unser E4 hier und unser 277, beide noch fast Full HP oder komplett Full HP. Kein Kratzer, nix. Wo ist der Foch? Das gefällt mir nicht. Wo ist der Foch? Steht im letzten Eck. Wahrscheinlich. Ich hätte nicht runterfahren sollen. Da ist er. Ha! Trotz Emmerich. Ja, wer bringt dann seinen Emmerich hier unten unter? Da, wo alle hinschießen. Ist doch Blödsinn. Bringt sie doch vorne. Oder so. Oder hinten. Oh Mann. Ich mag den Panzer echt nicht. Der ist einfach nicht gut. Tja, und ohne Drehwerk der Premium-Munition sowieso völlig zu vergessen. Aha. Oh, wir haben ein amerikanisches nationales Fragment. Das muss von dem E3 abgefallen sein. Okay. So. 4200 Block-Damage. Das ist nicht, eigentlich nichts. Naja, es ist weit mehr als ich habe. Schadenabgewehr durch Panzerung 2-3. Das ist nix.
Aber gut. Haben wir es durchgestanden? Wir hatten heute echt komische Panzer. Die ersten beiden waren gut. Aber der letzte hier, der war ein bisschen komisch. Gut, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Vielleicht nächste Woche. Mal gucken. Mit Sack, Stopp, Stahllotterie. Macht's gut. Bis bald, Almo. Tschüss. Tschüss. Auch im Mai 2019 gibt es wieder einige großzügige Spender aus der Herde auf tippi.com/mutality. Die Hüter der Herde sind Nikihi87 und das Eisenschwein 2. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Auch der Betreuer der Herde ist wieder vergeben an den lieben Erl. Dankeschön. Special Thanks gehen dieses Mal an Cyberdeck und Dr. Killer Joe. Dankeschön, liebe Leute.